Selbstverständlich, Herr Kollege Baumann, wurde die Redezeit angehalten während der Zwischenfrage. Wenn Sie es nicht glauben, können Sie es gerne kontrollieren. Und im Übrigen hat hier nicht die Frage eine Rolle zu spielen, wer wo in den Urlaub fährt. Dass Sie wissen, wo ich am liebsten Urlaub mache, verwundert mich sehr. Ist es dringend geraten, Frau Kollegin, Sie haben die Redezeit deutlich überschritten. Ich möchte Sie bitten, zum Ende zu kommen. Ja, ich komme zum Ende. Sehen Sie, so haben die Linken schon meinen Zeitplan gesprengt. Das ist wie im richtigen Leben. Entwicklungsperspektive. Kollege Pflüger, ein kleiner geschäftsleitender Hinweis. Das Minus vor den Zahlen, das vor Ihnen leuchtet, zeigt, wie weit Sie schon über die verabredete Redezeit sind. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter bekannt geben, sondern bitte Sie, einen Punkt zu setzen. Gut. Frau Kollegin, ich danke. Ihre Weihnachtswünsche teile ich sehr, lieber Kollege, aber wenn Redezeiten verabredet sind, bitte ich alle Kollegen und Kollegen, sich dran zu halten. Und wenn es vorne blinkt, dann ist es nicht eine Weihnachtsbeleuchtung, sondern dann heißt es, Sie müssen zum Ende kommen. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ich bitte doch, diese Zwischenrufe zu unterlassen. Bei aller ja, das mögen Sie als Mist empfinden, aber nicht, Demokratie besteht darin, auch Meinungen entgegenzunehmen, die man gelegentlich für unerträglich hält. Ich darf Sie wirklich bitten, dem Redner, auch wenn es Ihnen schwerfallen mag, einfach zuzuhören. Nun ja, wenn Sie so einen Blödsinn machen und sich hier uniformieren, dann müssen Sie sich ja schon gefallen lassen, wenn Ihnen jemand sagt, woher die Schals kommen. Sie sollten sich vielleicht zu Wort melden. Herr Kollege, Sie, bedauerlicherweise geht Ihre Redezeit jetzt wirklich mit dem letzten Satz zu Ende. Wow. Vielen herzlichen Dank. Tut mir leid, ich bin ja eigentlich auch jemand, der immer gerne lang redet, aber ich kann ja morgen nur Weihnachtsgeschenke verteilen in der Redezeit. So. Frau Hillau, gestatten Sie eine Zwischenfrage von einem Kollegen der Linken? Oh, jetzt war ich schon am Ende, Herr Präsident. Wäre aber immer noch möglich, die zu beantworten. Hat sich erledigt, ja? Danke. Vielen Dank, Annalena Baerbock. Ich darf noch mal darauf hinweisen, wenn vorne das Licht blinkt, das ist nicht Lightshow oder Disco am Nachmittag, sondern das heißt, na, ich gucke nicht Sie an, sondern ich zeige jetzt hier. Da blinken so schöne Lichtchen, da steht Präsident, ist noch nicht gegendert, also Präsidentin klingelt oder leuchtet. Bitte denken Sie dran, das ist ein Signal für die Redezeiten. Das alles haben Sie nicht geschafft und daran müssen wir Sie messen. Ja. Auch wenn ich die Geschwindigkeit Ihres Redebeitrags bewundert habe. Ist die Bitte, zum Ende zu kommen, dann auch etwas, was ich mit Langmut dann auch sozusagen geschehen lasse. Aber die Bitte würde ich bitten, dass sie gehört wird von allen Beteiligten. Wir lassen immer schon ein bisschen Spielraum, aber wenn wir den zu sehr ausweiten, dann sitzen wir noch am Wochenende hier. Entschuldigen Sie, Sie sind weit drüber. Die AfD-Fraktion lehnt scheinheilige Proklamation der angestrebten Klimaziele für 2020 ab. Zumindest so lange. Ihre Rede ist abgelaufen. Wie man fossile Energieträger ersetzen will. Ich bedanke mich, bin gleich fertig. Nee, Sie sind nicht gleich fertig, Sie sind jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Gut. Fürs Erste folgen wir der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zur Abnehmung dieses Antrags. Danke. Sagen Sie das bitte. Gut, das war die erste Rede, deswegen. Herr Präsident, es blinkt, aber die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Ihre Zeit? Ihre Redezeit jedenfalls ist bedauerlicherweise abgelaufen. Aber es waren noch über 0 Sekunden, aber ich folge Ihrem Wort. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte. Dankeschön. Herr Kollege Hartmann, ich bewundere Ihre langjährige parlamentarische Erfahrung. Mir nicht widersprechen zu wollen, ist dennoch zu tun. Ich akzeptiere auch, dass Sie die Sekunden mitgezählt haben. Gehen Sie davon aus, dass das Präsidium hier oben sehr großzügig war, auch bei der Beantwortung der gestellten Frage. Ich möchte Coco Chanel zitieren, das habe ich hier noch nie gemacht, aber irgendwie passt es. Es gibt eine Zeit für die Arbeit und es gibt eine Zeit für die Liebe. Mehr Zeit hat man nicht, also lassen Sie uns sorgsam mit dieser Zeit umgehen.
Vielleicht kann man das im Protokoll mit dicken Buchstaben aufnehmen, dieses Zitat. Also ich schreibe mir das auf jeden Fall auf. Punktlandung. Herr Kollege Pohl, es war nicht nur eine Punktlandung. Sie haben sogar eine Minute Redezeit nicht ausgenutzt. Das finde ich für einen Vertreter einer selbsternannten Volkspartei beachtlich. Herr Witt, zurück. Denken Sie bitte, Sie sind schon eine Minute drüber. Ach so, ich dachte, nee, das da oben, das blinkt. Okay. Das blinkt. Liebe, liebe Kollegen, also als letzten Satz, behinderte Menschen als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft teilhaben lassen müssen, denn das ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weise noch mal darauf hin, Herr Witt hat es nicht gesehen oder nicht gewusst. Wenn es da vorne blinkt, ist es keine Lightshow zur Unterstützung Ihrer Rede, sondern das ist eine Warnung, dass Ihnen demnächst etwas widerfährt, wie zum Beispiel das Abschalten des Mikros. So. Kollege Sattelberger, achten Sie auf die Redezeit. Ja, die ist schon ziemlich überschritten. Ich bin als Erstling gerade gut in Fahrt. Ja, das nützt nichts. Sie sind schon über ein Drittel Ihrer Redezeit haben Sie überzogen. Also, wenn Sie bitte zum Schluss kommen. Vielen Dank, Herr Kollege Spiering. Sie hatten zu Recht festgestellt, Sie hatten Ihre Redezeit überschritten. Aber da es in diesem Bereich, wie Sie sagten, Ihre wahrscheinlich letzte Rede gewesen ist, war ich sehr großzügig. Ich kann aber sicher sagen, auch gesunde Ernährung hat eine große Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschlands. Herr Präsident, hier ist alles ausgegangen. Red so lange du willst. Ich habe Redezeit, bis mein Zug fährt, hätte ich was gesagt. Ein Wort noch zum BAMF, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schuster, einen Moment. Ja. Ihre Fraktion hat ein bisschen mit der Redezeit Probleme und deswegen bitte ich Sie jetzt zum Schluss zu kommen, sonst muss ich den nächsten Redner abzusehen. Herr Präsident, ich warte verzweifelt auf die AfD. In meinem Manuskript ist immer irgendeine unsinnige Zwischenfrage von denen vorgesehen. Ja, es und hilft aber nichts. Rum. Es hilft nichts. Ja, Sie reden jetzt auf die Redezeiten Ihres Kollegen. Kommen wir mal zu Bremen. Kommen wir zu Bremen. Wenn 2500 Flüchtlinge durch Linksunterwanderung hier in diesem Staat illegal Asyl bekommen, mit 5000 Euro, dann sind das 12,5 Millionen Euro pro Monat, 150 Millionen im Jahr, meine Damen und Herren. Das ist Steuerverschwendung, das ist Destabilisierung. Herr Gottschalk, da Sie mich offensichtlich nicht gehört haben und mein Signal auch nicht wahrnehmen, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie jetzt einen Punkt setzen müssen. Ja, ich dachte, ich habe etwas mehr durch die Zwischenrufe der Kollegen. Dann lassen Sie mich enden mit den Worten. Wir brauchen keinen Robin Hood für Flüchtlinge. Wir brauchen keinen Herold für eine mittlerweile moralisch und innerlich verrottete EU und auch keinen Schutzpatron für eine hinfällige Währung. Ich habe auch die Möglichkeit, das Mikrofon hier zu beenden. Machen Sie den Weg frei. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich habe nicht so viel überzogen. Herrn Röttgen wird nichts erspart. Vielen herzlichen Dank. Herr Kollege Karl, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Herr Kollege Schuster, meine verfassungsmäßigen Probleme. Herr Kollege Schuster, achten Sie auf die Redezeit. Die Kollegin von Notz hat Ihnen schon sehr viel zusätzliche Redezeit verschafft. Ja. Aber bei dem bedanke ich mich, wenn er demnächst nicht Freiburg Flensburg sagt, sondern Weil am Rhein Flensburg, so ist geografisch richtig, wenn man das schon will. Ja, meine Damen und Herren, es ist jetzt die Redezeit zu Ende. Sozialismus ist schön. Italien hat diese Woche auch noch beschlossen. Ganz. Herr Präsident, hören Sie vielleicht bitte mal eingreifen. Kollege, Herr Kollege, reden Sie bitte weiter, lassen Sie sich nicht stören durch die Zwischenrufe. Lieber Herr Kollege Kaas, wenn Sie etwas leiser Ihre Zwischenrufe gestalten könnten. Dankeschön. Ich bitte durch die Pöbeleien des Kollegen Kahrs, meine Redezeit entsprechend zu verlängern. Vielen Dank. Also. Ich merke, Herr Bundestagspräsident, ich will es Ihnen bloß kurz erklären. Wissen Sie, als ich vor einem Jahr das letzte Mal erklären Sie das nachher. Hatte ich immer die 7 Minuten. Ist rum, Herr ja, Kollege Giesing. Ich weiß, aber da hatte ich immer 7 Minuten. Ich muss mich auf 6 erst einstellen. Ja, aber Sie gut, haben jetzt auch schon 7. Ich höre dann auf und sage nur so viel. Es ist hier zwar noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, bitte, ergangen, aber man muss, wenn man. Bitte? Ja. Es wird
ist doch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergangen. Das ist ja noch in der Schwebe. Aber ungeachtet der Zwischenrufe, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie haben Ihre Redezeit. Okay. Also, zum Schluss will ich jetzt noch mal Folgendes sagen. Doch, ich habe ein Konzept. Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Kurzfristig bringt vor allem eins eine schnelle Lösung. Die Gäste von Frau Merkel, die ausreisepflichtig sind, müssen dieses Land so schnell wie möglich wieder verlassen. Statt die Wohnungsknappheit durch einen Familiennachzug zu verschlimmern, sollte jetzt angefangen werden, diejenigen, die nicht hierher gehören, wieder nach Hause zu schicken. Dadurch könnte man sehr schnell das Angebot von bezahlbaren Wohnungen erhöhen. Jetzt müssen Sie wirklich zum Schluss kommen. Sie haben anderthalb Minuten überzogen, Herr Mayer. Ein Einstieg in eine sozialistisch geprägte Wohnraumpolitik. Herr Mayer, ich habe gesagt, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja. Schluss! Wird, mit tollen Leistungen Redezeit. Und wenn Sie es nicht schaffen, die Wanderschäferei und dieses Grünland zu erhalten, Redezeit. Dann sind alles nur Lippenbekenntnisse. Ich passe schon selber auf. Dann sind das nur Lippenbekenntnisse und wir können Sie nicht ernst nehmen. Danke. Ich brauche Sie nicht zur Sitzungsleitung, damit das klar ist. Herr Präsident, was ist das denn? Warum blinkt das da immer zu? Das blinkt noch von der Vorrednerin. Das blinkt noch von der Vorrednerin. Lassen Sie mich nicht stören. Dann fange ich jetzt mit 4 Minuten wieder an. Ja, so können wir nicht rechnen. Ja, sowas kommt von sowas. Dann habe ich jetzt ein bisschen mehr. Also wenn Sie über Arbeitszeiten reden, dann bitte ich auch daran zu denken, dass die Stenografinnen und Stenografen einen Hammerjob hier machen. Und dass ich versuchen möchte, nicht nur auf die Parlamentsassistenten und Assistentinnen. Und ich bitte Sie, halten Sie sich an die Redezeiten. Wir sind jetzt schon wieder bei weit nach Mitternacht. Bitte was? Was wollten Sie jetzt hier? So, und deswegen, ich bitte Sie von Herzen, denken Sie auch ein bisschen daran, dass hier Menschen unseren Betrieb aufrechterhalten. Und wenn wir über Arbeitszeiten reden, dann sollte man die nicht vergessen. Und ich brauche keine Belehrung von dieser Seite. Frau Kollegin Hasselmann, damit ist die Frage des Kollegen Dr. Hoffmann beantwortet. Okay. Und der Kollege Dr. Hoffmann, für den Ausdruck, diese Truppe von Gauleitern, muss ich Sie zur Ordnung rufen. Mein Gruppe wurde aber nicht angehört. So, also das rechne ich jetzt noch ein bisschen mit. Ne? Über die Redezeit verfügt der Präsident. Ich weiß. Im Gegensatz zu vielen anderen kenne ich ja die Geschäftsordnung. Oder Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Verweise auf § 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung. Ihre Rede ist zu Ende. Als nächstes erteile ich dem Kollegen Christian Schmidt von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Kollegin Hendricks, Sie wissen, dass die Entscheidungspräsidenten der Erörterung entzogen sind, aber ich weise darauf hin, dass § 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung folgenden Wortlaut hat. Überschreitet ein Redner die ihm zugebilligte Redezeit, so soll der Präsident nach einmaliger Mahnung ihm das Wort entziehen, und ich verstehe das soll als ist. Das habe ich vorhin angekündigt und dabei wird es bleiben. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, herzlichen Dank. Ich bemühe mich, den 35 nicht in Anspruch zu nehmen. Der Multilateralismus. Denken Sie an Ihre Rede, bitte. Ich bin zu Ende. Wir hoffen darauf, dass der nächste Haushalt nachhaltig sein wird. Danke. Frauen sind intelligent. Die hat den Hinweis schon verstanden. Keine Angst, liebe Männer auch von der FDP. Vielen Dank. Und besser jetzt kommen Sie bitte zum Schluss. Gut. Ja, meine Zeit ist fast abgelaufen. Nein, die ist nicht fast abgelaufen, die ist abgelaufen. 14 Sekunden noch, Frau Präsidentin. Nein, Sie sind minus 20. Also nein, der Herr hat mich jetzt gerade. Ich habe alles korrekt. Alles korrekt. Die Mannschaft statt Nationalmannschaft, Koranverse statt Nationalhymne, Marketingsprüche statt Fußball, Multikulti statt Integration in die deutsche Leitkultur. Welcher Denken Sie an Ihre Redezeit? Welcher wahre Fußballfan, Frau Roth, kann diesen DFB Denken noch ernst Sie nehmen? Denken Sie an Ihre Redezeit? Ihre Äußerungen bitte ich im nächsten Ältestenrat aufzurufen.
Ja, wir werden darüber im Ältestenrat diskutieren. Keine Sorge. Herr Schuster, jetzt absolut schreit Ihnen aber jemand... Aber relativ in Europa und der Welt jetzt schreit sind wir Ihnen nicht schlecht. Dagegen, Ihre und Redezeit ist krass überzogen. Ja. Aber es ist noch kein Skandal. Ja, Sie dürfen natürlich noch... Nein, jetzt haben Sie mich völlig... Jetzt haben Sie rausgebracht. Ja, ja, so, komm. So einfach geht es. Gut. Vielen Dank, Herr Schuster. Herr Kollege Thomae, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Das fürchte ich schon.